Morgen, Kinder, wird's nichts geben. Nur wer hat, kriegt noch geschenkt. Mutter schenkte euch das Leben, das genügt, wenn man's bedenkt. Als mein Bruder zu Weihnachten mir und meiner Mutter ein Weihnachtsgedicht vortrug, in dem es um die nötige Barmherzigkeit des Bürgers gegenüber den Bettlern ging, da war meine Mutter sehr gerührt. Eine Träne rann über ihre Wange. Tja, auch jetzt höre ich wieder, und da könnte mir auch eine Träne über die Wange rinnen, dass die Armut auf Rekordniveau ist, dass der Berliner Senat den Obdachlosen die 3G-Regel aufdrückt. Das heißt, sie werden vertrieben, wenn sie nicht genesen, geimpft oder getestet sind. Und wo gehen sie dann hin? Die Tafeln, ähnliches Ding. Ja, gut, die geben dann noch ein bisschen was zu essen raus, nach draußen eben. Aber so mit Aufwärmen gleichzeitig ist nicht. Ha! Ich höre so einige in meiner Familie schon stöhnen. Ja, der René will wieder die Welt retten. Nein, ich will nicht die Welt retten. Ich will ganz in Ruhe von meinem Landsitz in der Schweiz die Verhältnisse betrachten, in denen die Menschen nun mal leben. Und das ist uns, die ich hier anspreche, Leute aus meiner Familie, Freunde, Bekannte, dass es uns zum größten Teil noch nicht ganz so schlecht geht wie den meisten Menschen auf dieser Welt, sollte doch kein Anlass sein, gar nicht darüber nachzudenken. Wir haben Probleme erster, zweiter, dritter Ordnung, ich weiß schon. Probleme für uns erster Ordnung sind, der Weihnachtsstress, wie bewältige ich den? Was kann ich wem zu Weihnachten schenken? Irgendwie war das ja ganz gut, dass jetzt eine Bildstörung kam, weil Weihnachten ist ja kein ideologisches Fest. Ja, sondern es ist eins der Besinnlichkeit, der Liebe, der Zugeneigtheit zu wem auch immer. Und deshalb sage ich einfach nur schöne Grüße an Evelyn, Lothar, Lara, Madeleine. Das ist die Familie. Wenn ich jemanden vergessen habe, dann ist es egal. Nein, das ist natürlich nicht egal. Aber ich mache solche Scherze ja gern. Natürlich, Lea und Martin mit ihren mir teilweise bekannten, mir teilweise unbekannten weiteren Familienangehörigen wie Schwiegereltern, Kindern, Neffen, Nichten und so weiter. Ja, ich habe irgendwann mal gesagt, Verwandtschaft kann man sich nicht aussuchen, und wenn jemand mal sauer ist, wenn man einen Geburtstag oder ein Weihnachtsfest vergessen hat, kann schon mal passieren. Die Gesellschaft ist kontrollbewusst. Wehe, du machst einen Fehler. Ja, das ist hier mein kleiner Einschub als Geist in meinem Schweizer Berghaus. Wie findet ihr eigentlich die Gestaltung? Ah ja, das habe ich hier nachgeschoben. Und an die Freunde Kai, Stefan, Robert, Chris, Leni, Memo, Memo Gün, Harold, ich muss mir das wirklich alles aufschreiben hier, und Sabine. Euch alle schöne Weihnachten, soweit das eben geht.